Hallo und herzlich willkommen hier im GM-Garten. Heute möchte ich mit euch zusammen den Gartenrundgang Ende März machen. Wie ihr hier hinter mir schon seht, die Jungpflanzen dürfen jetzt eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag über ins Gewächshaus. Drinnen stehen sie nur noch nachts, falls es doch mal kälter werden sollte. Aber wenn ich mir hier im Gewächshaus so den Boden angucke, da sprießen schon die Tomaten und naja, so kalt kann es ja dann eigentlich auch nachts nicht mehr sein. Trotzdem, Vorsicht ist die Mutter einer Porzellankiste. Ich trage meine Pflanzen weiterhin jeden Abend rein ins Warme. Und wie ihr hier auf der rechten Seite sehen könnt, ist der Spinat jetzt langsam so weit, dass man die erste Babyleaf-Ernte einholen könnte. Das werde ich allerdings in dieser Woche noch nicht machen. Das kommt erst dann nächste Woche dran. Und wie ich meinen Spinat hier bei mir beernte, das seht ihr hier oben in der Ecke. Da habe ich im letzten Jahr schon mal ein paar Videos zu gemacht. Wenn es euch interessiert, schaut einfach mal rein. Das Wetter ist heute, naja, bewölkt, ein bisschen diesig, fühlt sich nach Regen an. Und genau aus diesem Grund würde ich sagen, wir gehen jetzt mal los und schauen, was draußen schon in den Startlöchern steht. Doch bevor wir jetzt rausrennen, schauen wir uns noch mal kurz die Jungpflanzenanzucht an und natürlich den Spinat von nahem. Die Paprika- und Chili-Pflänzchen machen sich alle sehr gut. Es sind wirklich wenig Ausfälle in diesem Jahr dabei. Und wenn doch, dann sind diese meistens selbst verschuldet. Auch die Stecklinge vom Zitronenblatt wachsen jetzt im Substrat. Die waren recht gut bewurzelt, deswegen durften sie jetzt in ihre Töpfe umziehen. Auch die Stecklinge von den Süßkartoffeln wachsen weiter. Zwiebeln und Lauch sehen sehr gesund aus. Da sind keine verwelkten Blätter irgendwie dran. Die Spitzen sehen einfach klasse aus. Das hatte ich bis jetzt auch so noch nicht. Dann schauen wir uns noch mal kurz die restlichen Pflanzen hier an. Alles kerngesund. Keine kranken Blätter, kein Anzeichen von Nährstoffmangel. Sie haben das Sonnenlicht sehr gut verarbeitet, sind jetzt auch schön abgehärtet, die könnten jetzt eigentlich auch schon raus, wenn es nicht teilweise noch so kalt wäre. Der Knollensellerie ist auch wahnsinnig groß geworden hier in seinem Sammelschälchen. Den werde ich jetzt auch in den kommenden Tagen raus ins Beet setzen. Ich weiß nur noch nicht ganz genau wohin, doch das seht ihr dann im Video zu den Gartenarbeiten im April. Und schaut mal hier, was aus dem Maulbeerstöckling geworden ist. Wahnsinn, was sich dieses Bäumchen gemacht hat. Und wenn wir mal von unten schauen, sehen wir, dass da auch schon die Wurzeln unten aus dem Topf rausgucken. Ich finde es spitze, dass das so toll geklappt hat. Auch die Salatanzucht sieht langsam wirklich nach Salat aus. Und auch die Physalis-Pflänzchen stehen einfach top da. Und versprechen eigentlich schon eine reiche Ernte. Wie ist das bei euch? Seid ihr Team pro Physalis oder eher contra Physalis? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und auch bei mir hat jetzt die Tomatenaussaat stattgefunden. 24 Sorten sind es geworden. Welche das genau sind, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ich werde euch die Sorten natürlich auch im Laufe der Saison einzeln vorstellen. Eventuell sogar mit einer kleinen Verkostung. Und zum Schluss hier aus dem Gewächshaus jetzt einmal eine Fahrt über die Wiese aus Spinat der Sorte Matador. Einfach klasse, wie gut der schon geworden ist. Und wenn ich jetzt mal meine Hand davor halte, dann seht ihr auch, die Blätter hier könnten eigentlich schon geerntet werden. Man sieht auch, die bekommen hier schon das zweite Blattpaar. Aber damit warte ich noch bis nächste Woche. Direkt vor dem Gewächshaus wartet jetzt hier auch schon das Maulbeerbäumchen, von dem die ganzen Stecklinge geschnitten worden sind. Und auch dieses Stöckchen hier treibt jetzt langsam aus, bekommt grüne Knospen. Das sieht gut aus. Die Kübel und die Hochbeete auf der Südseite hier sind jetzt größtenteils fertig vorbereitet. Die Kübel werden natürlich noch gedüngt, bevor die Kulturen da reinkommen. Die Hochbeete bekommen auch alle nochmal ein kleines bisschen Dünger zum Start. Aber wirklich nur ein kleines bisschen, denn hier unter der Oberfläche schlummert ja unsere Schicht aus Hühnermist. Beziehungsweise bei diesen Beeten hier Pferdemist. Denn ich habe jemanden gefunden,
der mir netterweise einen Platz zur Verfügung stellt in direkter Nachbarschaft, wo ich mir regelmäßig Pferdemist holen kann. Einfach klasse, wenn Leute so freundlich sind. Dank des Pferdemistes sind diese Beete dann jetzt auch alle fertig. In den Frühbeetkästen sieht es schon etwas bunter aus. Hier haben wir Eisbergsalat, Kohlrabi ist der Sorte Superschmelz, Lollo Rosso, noch mehr Kohlrabi, noch mehr Lollo Rosso und zum Schluss zwei Reihen bunte Radieschen und drei Reihen Karotten. Die sind in den Frühbeeten hier super geworden. Das eine Frühbeet scheint irgendwie ein Sammelplatz für Schnecken zu sein, denn da habe ich jetzt schon das vierte Mal Salate nachgesetzt und naja, von denen hat keiner überlebt. Egal, Salat habe ich noch genug, den gucken wir uns jetzt an. Vorher noch ein Blick auf die alten Hochbeete. Auch hier habe ich alle schon vorbereitet. Okay, fast alle vorbereitet. Die zwei da vorne mache ich heute noch fertig. Versprochen. Ja, so sieht das Ganze dann halt aus, wenn es noch nicht fertig ist. Das Beet sieht schon etwas besser aus, ist aber auch noch nicht fertig. Zu erkennen daran, dass wir hier tatsächlich schon einen komplett freien Palettenrahmen liegen haben. Die Beete sind fast bis oben hin voll. Und da ich die Beete nicht von oben auffülle, heißt das für mich wieder, die gesamte oberste Schicht rausschaufeln, eine Schicht Pferdemist drunter schaufeln und die Deckschicht wieder drauf schaufeln. Wie ich das mache, da oben in der Ecke. Unsere Kaki startet auch jetzt langsam in den Frühlingsmodus. Die Knospen schwellen an. Man kann schon die Farbe der neuen Blätter erkennen. Und ja, wir hoffen tatsächlich dieses Jahr schon die ein oder andere Kaki ernten zu können. Drückt uns die Daumen, dass das klappt. So, hier oben haben wir jetzt die Kübel mit dem versprochenen Salat. Das sieht ein wenig bunter aus als da unten. Hier haben wir jetzt einen roten Kopfsalat. Das ist so eine Art Batavia-Salat, der wird rot-grün. Wunderschön und super lecker, meiner Meinung nach. Daneben verschiedene Eisbergsalate, Kopfsalate und auch weiter Lollo Rosso. Von oben finde ich dieses Bild einfach wunderschön, wie diese bunten Salate da in den Kübeln stehen. Und falls ihr das jetzt gerade so nicht gesehen habt, schaut euch mal genau die Salate an. Denn die haben keine einzige Schleimspur, keine Schneckenfraßspur und das, obwohl die hier draußen ungeschützt stehen. Woran das liegt? Ganz einfach. An diesen Kübeln anscheinend. Denn diese Kübel sind ähnlich aufgebaut wie ein Schneckenkragen. Wir haben hier unten einen Rand und das schaffen die Schnecken anscheinend nicht, darüber zu kommen. Denn egal in welchen Kasten ich gucke, kein einziger Salat hat Schleimspuren. Auch hier die Salate nicht. Und kein einziger Salat ist angefressen. Also ab jetzt Salat nur noch in Maurerkübel. Die Feige hier unten am Gewächshaus, die startet auch jetzt langsam in ihren Frühlingsmodus. Wie man hier schön sehen kann, drückt sie die ersten Feigen raus. Das sind die Frühjahrsfeigen. Die Herbstfeigen, die kommen dann an das neue Holz, sobald das gewachsen ist. Mit den Frühjahrsfeigen hatten wir im letzten Jahr kein besonders großes Glück, obwohl diese Feige jetzt hier schön an der Hauswand steht, ist tatsächlich nur eine Feige was geworden und die hing hier an einem Ast ziemlich weit Richtung Hauswand. Alle anderen Feigen haben anscheinend einen Kälteschaden abbekommen und sind nichts geworden. Apropos Feige, ihr habt es vielleicht gerade schon so kurz ins Bild blitzen sehen. Ich habe da einen kleinen Neuzugang. Und zwar habe ich mir hier in den Niederlanden eine neue Feige gekauft. Diesmal eine Feige mit grünen Früchten. Und zwar haben wir hier die Sorte irgendwas mit F und Bianco. Das Bäumchen hier hat auch schon eine ordentliche Größe. Und auch hier kann ich im Herbst wieder Stecklinge schneiden und eventuell in dem einen oder anderen Giveaway an euch verlosen. Das Beet hier hinten an der Hauswand ist noch relativ leer. Relativ deshalb, weil hier doch schon ein sehr schöner Gewürzfenchel gewachsen ist.
und der wächst auch immer weiter. Ein richtig tolles Teil. Dann haben wir hier natürlich noch die Staudensellerie-Pflänzchen aus dem letzten Jahr. Die werden da allerdings nicht drinne bleiben, die hole ich da raus. Denn Staudensellerie war definitiv nicht unser Fall. Wir bleiben da beim Knollensellerie. Wie ist das bei euch? Seid ihr Team Staudensellerie, Knollensellerie oder mögt ihr vielleicht auch beides ganz gerne? Weiter hinten im Beet haben wir hier jetzt noch eine überlebende Petersilie. Die hat sich ausgesamt, hat überall kleine Pflänzchen gebildet und darf auch erstmal stehen bleiben. Solange sie nicht die Orangenverbene stört, die hier noch drin steht. Noch sehe ich keine neuen Austriebe. Die Wurzeln scheinen noch stabil zu sein, obwohl da eine Wühlmaus drunter war. Aber abwarten. Die kommt bestimmt noch. Dasselbe gilt hier für die Zitronenverbene. Auch hier sehe ich noch keine grünen Austriebe. Aber wenn man ehrlich ist, ist es ja auch noch recht früh im Jahr. Auch meine Indianerbanane, die Pawpaw, findet, es ist langsam Zeit für Frühling. Die Knospen schwellen an und bald sollten hier dann auch die Blüten zum Vorschein kommen. Stimmt es eigentlich, dass die Blüten der Pawpaw oder Indianerbanane nach Verwesung riechen? Ich habe diesen Geruch hier so noch nie wirklich wahrgenommen, aber laut Beschreibung soll das so sein. Denn der Verwesungsgeruch lockt Fliegen an und die Fliegen bestäuben dann quasi die Blüten der Indianerbanane. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr mehr darüber wisst. Vielen Dank. Ja, und unser Lorbeer hier hinter mir, der hat einfach keine Lust mit dem Wachsen aufzuhören. Der wächst immer, immer, immer weiter nach oben. Und auch von dem werde ich dieses Jahr mal ein paar Stecklinge nehmen. Wollte ich letztes Jahr schon gemacht haben, bin ich leider nicht zugekommen. Irgendwann ist es dann doch so viel Arbeit, dass man nicht mehr alles schafft. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Auch der obere Garten hier sieht noch relativ trist aus. Wir haben zwar hier und da neues Grün, was zum Vorschein kommt. Hier zum Beispiel der Meerfenchel, der von unten neu kommt. Oder die römische Rasenkamille. Die Radieschen, die ich hier oben gesetzt habe, haben noch keine große Lust zu keimen. Das ist aber auch gar nicht so schlecht, denn so ein kleiner Versatz zwischen den Radieschen unten im Frühbeet und den Radieschen hier oben ist ganz gut. Denn sonst gucken einem die Radieschen irgendwann zu den Ohren wieder raus. Der Schnittlauch hier in dem Beet hat mal wieder den Geist aufgegeben. Da kriegen wir einfach kein Schnittlauch kultiviert. Der Schnittlauch findet es irgendwie viel geiler, hier unten zu wachsen. Manchmal sind Pflanzen wie Kinder, oder? Unkontrollierbar. Die Petersilie nebenan allerdings erfreut sich bester Gesundheit. Die wird dieses Jahr dann in die Blüte gehen, falls ich sie da drin stehen lasse. Die Hochbeete hier oben sind noch leer und müssen auch noch neu aufgefüllt werden und gedüngt. In dieses Hochbeet hier ist jetzt der Schnittlauch eingezogen. Hier wurde eine neue Pflanze gekauft. Dazu ein bisschen Schnittlauch, was noch in dem anderen Beet zu finden war. Und es sind zwei Packungen Schnittlauch-Saatgut reingekommen. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt endlich klappt. Die Obstbäume sehen dieses Jahr richtig klasse aus. Also wenn da jetzt kein Spätfrost mehr kommt, dann sollte das eine wirklich tolle Obsternte geben. Hier haben wir jetzt mal unseren Birnenbaum. Die Pflaumen blühen noch nicht, aber auch hier sieht man schon die Blütenknospen. Oh doch, da oben blüht auch schon tatsächlich eine. Frische Pflaumen aus dem Garten sind auch was ganz Tolles. Was meiner Meinung nach allerdings noch toller ist als Pflaumen, das ist hier hinter mir die Naschi-Birne. So was Saftiges, Süßes, absolut Leckeres hat man selten gegessen. Und auch die Naschi ist dieses Jahr voll mit Blüten. Ein Wahnsinn, was dieses kleine Bäumchen sich gemacht hat. Denn der kleine Baum wurde wirklich in seinem Leben schon sehr malträtiert und hat jetzt endlich einen Standplatz gefunden, der ihm wirklich gerecht wird. Und was macht ihr hier? Umzingelt ihr mich, damit ihr mich auffressen könnt? Hey, ihr kleinen Mäuse. Hallo, kleine Maus. Wollt ihr wieder nur kuscheln kommen? Und du, Henrietta? Shadow, schön aufpassen.
Ja. Und du, Obelix? Hm? Du hältst die Außenwache. Die Hühner feiern den Frühling auch. Die lieben es einfach, den ganzen Tag draußen zu sein und hier auf dem feuchten Rasen nach Würmern zu picken oder schon nach frischen Grassamen. Die Blüte der Cherrykose ist jetzt schon fast vorbei. Vereinzelte Blüten hängen noch und ich bin mega gespannt, ob wir dieses Jahr hier mal wieder etwas von ernten können. Die Cherrykose ist auch eine super leckere Frucht, von der wir jetzt leider innerhalb von 8 Jahren, glaube ich, nur ein- oder zweimal eine Handvoll Früchte ernten konnten. Sie blüht leider viel zu früh und die Spätfröste setzen hier immer richtig zu. Keinen Schritt kann man hier machen, ohne von der Hühnerschar begleitet zu werden. Äußerst anhängliche Tierchen. Diejenigen unter euch, die auch meine Shorts verfolgen, die wissen, was sich hier gerade drinne befindet. Denn hier haben wir die kleine Cleo, die auf ihren restlichen 6 Bruteiern sitzt. Heute haben wir Samstag, am Montag wird wieder geschiert und ihr seid natürlich mit dabei. Und wie wir den Stall für unsere Glucken jedes Jahr neu vorbereiten, findet ihr da oben in der Ecke. So Cleo, dann lasse ich dich jetzt mal wieder alleine. Und drück dir die Daumen, dass das mit dem Mama-Werden klappt. Cleo ist übrigens jetzt hier isoliert von den anderen Hühnern. Die hat hier ihren eigenen Stallabschnitt. Die anderen Hühner sind hier in dem Stall untergebracht. Sie hat ihre eigene kleine Foyere mit einem überdachten Abschnitt, wo sie Sandbaden kann. Und hier unten geht es dann durch zu den anderen. Obelix, was ist los? Hm? Du kannst da nicht rein. Das ist nichts für dich. Nein, nein. Frühlingsgefühle. Schrecklich. Auch die ersten Pfingstrosen gucken schon aus der Erde, während die ersten Frühlingsblüher schon wieder verblüht sind. So, das große Hochbeet hier sieht auch noch sehr, sehr trist aus. Da kommen jetzt als nächstes Steckzwiebeln rein. Und zwar habe ich da eine rote Sorte. Den genauen Namen sage ich euch, wenn ich sie stecke. Und die Sorte Stuttgarter Riesen. Außerdem habe ich noch eine weiße Zwiebel in der Voranzucht und natürlich die Riesenzwiebeln Exhibition von Kiepenkerl. Da bin ich mal gespannt, ob die dieses Jahr wirklich so riesig werden. Die Exhibition vom letzten Jahr, seht ihr da unten noch stehen, die sind leider gar nicht riesig geworden. Naja, zweiter Versuch. Der Rhabarber hat sich gemacht. Hat allerdings etliche Löcher in den Blättern. Keine Ahnung, wo die herkommen. Naja, der hat dieses Jahr noch Schonfrist. Im nächsten Jahr wird er dann auch vorgetrieben. Wie das geht, habt ihr garantiert schon auf etlichen Gartenkanälen gesehen. Ist eine tolle Sache, wenn man relativ früh schon schön lange Kohlrabi-Stiele ernten möchte. Sollte man allerdings wirklich nur maximal alle 2 Jahre zumuten, denn das ist sehr kräftezehrend für die Rhizome, die im Boden stecken. Die Zuckerschoten haben noch keinen Bock, ans Tageslicht zu kommen. Ich meine, ganz ehrlich, wer kann es ihnen verübeln? So toll ist das Wetter im Moment wirklich nicht. Und während der Pflaumenbaum unten gerade mal 1-2 Blütchen hervorbringt, steht dieser Pflaumenbaum hier schon in voller Blütenpracht. Das freut sämtliche Bienen in der Umgebung. Gönnt euch, Kollegen! Immer wieder ein schöner Anblick im tristen Frühjahr ist das Knoblauchbeet. Der Knoblauch wächst einfach wahnsinnig gut, steht super vital da, hat die Frühjahrsdüngung schon hinter sich. Und die eine leere Reihe, wo die Brutzwiebeln drin steckten, habe ich jetzt doch nicht leer gelassen. Hier ist jetzt eine Reihe Mara de Bois eingezogen. Einfach, weil ich mal irgendwo gehört habe, dass Knoblauch und Erdbeeren sich sehr gut miteinander vertragen. Und mal ganz ehrlich, wäre schade gewesen, so eine Reihe leer zu lassen. Der Elefantenknoblauch daneben sieht super aus und man erkennt jetzt schon den Größenunterschied zum normalen Knoblauch. Was jetzt schon geerntet werden kann,
ist hier der Schnittknoblauch. Der kommt auch jedes Jahr wieder und die Büschel wandern auch jedes Jahr weiter, werden jedes Jahr umfangreicher. Und das ist einfach ein tolles Kraut, was man auch super als Bärlauchersatz nehmen kann. Denn hiervon ein paar Blättchen auf ein Käsebrot, einfach super lecker. Das Bohnenbeet hat noch keinerlei Vorbereitung erfahren, aber das kommt dann auch noch in den kommenden Wochen. Ja, und das war's jetzt auch schon fast wieder mit dem heutigen Video. Bevor ich es vergesse, mein Kanal wird diesen oder nächsten Monat ein Jahr alt und das bedeutet für euch, es ist Giveaway Time. Was genau ich verlosen werde und was die Teilnahmebedingungen sind, wird in den folgenden Tagen kommen, in Form eines kleinen Videos oder eines Reels, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also bleibt dabei, es wird spannend. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben, schreibt was unten in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal euren Freunden weiter. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterfest mit eurer Familie und euren Liebsten zusammen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier im GM-Garten.